Manuel, war nicht grad besonders schnell, denn was er tat, hat Manuel statt automatisch. Manuel war richtig. Ein kleines Teekässchen, Manuel tat das Manuel. Das waren jetzt wirklich sehr wenige, die das... Ist es die Frage, der Rest, kennen Sie alle das Lied schon oder sind Sie einfach dumm? Nein, kleiner Spaß. Man weiß ja auch nie, ob da nicht doch geschummelt wurde. Wir machen einfach mal eine zweite Probestrophe. Zweite Probestrophe, Stefanie. Kleiner Tipp, Lösung ist nicht Manuel. Stefanie, war in Stefan sehr verliebt. Mit vielen Jungs schlief Stefanie, aber halt mit Stefanie. Ja, Stefanie, Sie müssen es trennen, sonst kommt der Witz doch gar nicht raus. Was ist denn los mit Ihnen? Ich habe mir das die ganze Zeit schon so ebenso so kläglich, so still jetzt hier so. Denken Sie doch mal kurz mit, bemühen Sie sich doch auch mal ein bisschen. Ich sehe das auch, das liegt hier vielleicht an diesen Tischen, Ihre ganze, das ist so bequem, diese ganze Sitzhaltung so sackig von Ihnen. Machen Sie doch, Sie merken doch, wie ich mich hier bemühe. So, letzte Probestrophe, Amelie, haben wir eine Amelie hier? Das ist doch scheiße. Amelie lief sehr gerne Langlaufski, bis eines Winters Amelie die Skier ihrer Amelie. Sehr gut. Ja, das war richtig. Das war schwer. Nie war sie Lee, die Skier ihrer Amme. Es war grammatikalisch jetzt schon so verschwurbelt umgestellt. Dann haben sie toll gelöst. Ich würde sagen, so gut, dass wir jetzt das eigentliche Lied starten können. Das heißt, ich lasse die Pausen weg. Geht, in einem Zug geht's durch, aber ich fange mit einem extra leichten Namen an. Da kommst du sofort drauf, wenn sie den Namen hören. Name ist Lea. Geht so. Lea tat sich mit dem Leben schwer, denn das Glas, das war für Lea, statt halb voll immer halb leer. Genau, einfach. Jetzt kommt der erste Männername, ist auch einfach. Carsten. Carsten, fragte man, wie war's denn beim Vorsprechen drauf Carsten? Schlecht, keiner wollt mich. Carsten. Genau, keiner wollte Carsten. Mhm. War auch gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nächster Männername ein bisschen schwieriger. Heiner überlebte beinahe. Doch leider kam der Heiner beim Tauchausflug nem Heiner. Sehr gut, er kam einem Heiner. War jetzt auch schwierig schon mit den beiden Wörtern da. Gut gemacht. Nächster Name ist wieder das einfache Eva. Haben wir eine Eva vielleicht hier? Egal. Eva nahm Freunde mit im Käfer. Die Freunde sagten Danke, aber Eva sagte Quatsch, wenn ich doch Eva. Sehr gut. So, nächster Name muss ich gleich ein bisschen langsamer machen. Doris. Doris, an und für sich ein schwieriger Name, aber wir haben in dieser Strophe hier ein Enjambement vorliegen. Enjambement, zu Deutsch Zeilensprung. Ich sage deswegen Enjambement, weil die nächste Strophe in Frankreich spielt. Achtung, Doris, Konzentration. Doris stand für modisches Niveau, bis in Frankreich Urlaub Doris ihre Hose in Bordeaux riss. Ja, ich gebe zu, diese in Bordeaux reißende Hose ist ein bisschen konstruierte Strophe. Nächste ist ein bisschen was lebensnäher wieder. Janina ging nicht zur Beerdigung von Tina. Als Grund nannte Janina, ich stand ihr Janina. Sehr gut. So, jetzt muss ich wieder was langsamer machen. Diesmal nicht wegen Ihnen, sondern meinetwegen, denn die Strophe ist recht neu. Ich hatte dieses Lied schon eine Weile gespielt, als eine Frau eines Abends zu mir ankam nach dem Konzert, meinte die, ob mir mal aufgefallen sei, dass in diesem Lied nur und ausschließlich Namen aus dem westeuropäischen Kulturkreis vorkämen. Und ich habe es durchgegangen für mich und hatte sie tatsächlich recht. Und das ist doch ein bisschen schwach, oder nicht? Weil ich mir denke, wir haben hier in Deutschland Menschenleben seit Jahrzehnten, die leben nicht mehr, das sind Deutsche, die heißen ja jetzt nicht alle Dirk und Jutta. Ja, haben einen anderen Namen und die kam in dem Lied nicht vor. Natürlich musste sich das ändern. Und da war es aber schwieriger als gedacht, einen Namen zu finden, mit dem dieses Spiel funktioniert. Letztlich bin ich fündig geworden im arabischen Sprachraum. Mustafa war Skilehrer im Pustertal.
Am meisten Spaß hab ich, sprach Mustafa, wenn ich in den Tiefschnee. Jetzt schauen Sie doch nicht so. Die fahren doch mal so Muster in den Schnee, die Skilehrer. So Schlangenlinien, seltener Dreiecke. Nächster Name, Renate. Renate war als Jägerin eine Granate, denn immer traf Renate, wenn ein Renate. Ja, man würde eigentlich sagen, wenn ein Reh sich näherte, aber Reh sich näherte ist kein Vorname. Letzter Name, Claudia. Sind Sie bereit für Claudia? Super mitsingen. Claudia trug Uhren, für die sie zu pleite war. Auf Nachfragen sprach Claudia, ich zahl die nicht